Hallöchen, na du? Achtung, ja warte. Die hat keinen menschlichen Kontakt gehabt, die kannte gar nichts, als wir sie geholt haben. Das hat sie jetzt richtig gut gemacht. Das hat sie richtig gut gemacht. Moin Leute, ich bin hier heute auf einem Gnadenhof. Ich bin schon total gespannt, wie es wird. Ich war noch nie auf einem und ich bin total gespannt, was für Tiere ich hier so sehen darf. Ich habe hier vorne schon Pferde entdeckt, aber ich freue mich auch auf ganz viele andere Tiere. Ich habe natürlich auch schon Proviant mitgebracht und ja genau, ich habe mich auch schon angemeldet und ich schaue da mal, ob ich jemanden finde. Auf einem Gnadenhof leben Tiere, deren Besitzer sich leider nicht mehr um sie kümmern können. Hallöchen! Hi! Morgen, Lia. Oh, Hallöchen. Wer bist du denn? Das ist der Ben. Hallo, Ben. Genau. Was machst du denn gerade hier so? Ich wollte gerade den Pferden Wasser bringen, die wir heute Morgen da in die Waldwiese gebracht haben. Die haben noch kein perfekt. Wasser. Perfekt. Ja, du magst, kannst du gerade mitkommen. Ja. Wofür bist du hier jetzt so genau so zuständig? Also ich bin sozusagen die Leiterin des Gnadenschutzhofes und Mitbegründerin. Und bin auch diejenige, die jeden Tag die Arbeit mit den Tieren macht. Mit meinem Team zusammen. Das sind Rudi und Latino. Oh, Rudi, so heißt unser Hund. Ja, guck mal. Und Rudi und Latino sind ganz, ganz dicke Freunde. Da geht der eine nicht ohne den anderen raus. Die haben sich hier auf dem Hof kennengelernt und waren sofort sozusagen, ja, Freundschaft auf den ersten Blick. Ja, jetzt hast du ja schon den Rudi und den Latino und den Ben kennengelernt. Wollen wir mal zum Rest gehen? Ja, total gerne. Dass ich dir die anderen Tiere vorstelle. Was gibt es hier noch so für Tiere? Also insgesamt haben wir tatsächlich über 100 Tiere hier auf dem Hof. Schweine, Hühner, Gänse, Ziegen, Pferde, Muli, Esel, die Hunde, Katzen. Da freue ich mich. Ja, ich denke, wir fangen gleich mal ganz am Anfang an bei den Schweinen. Oh. Also das sind die beiden Hängebauchschweinchen Herzberg und Wilbur. Hast du eine Vorstellung, wieso der Herzberg heißen könnte? Hast du dir den mal angeguckt gerade? Am Schwanz hat er so eine kleine Form. Oder? Ja, und vorne auf der Nase hat er so ein kleines Herz. Ja. Und die beiden Herzberg und Wilbur, die sind tatsächlich auch richtige kleine Kunstschweinchen. Mach Sitz, Sitz. Hey, prima. Sehr cool. Und machen hier, können hier alle Tiere so ein paar Tricks? Und arbeitest du mit denen allen? Ja, also wir gucken schon, dass die Tiere alle auch eine Beschäftigung haben. Und dass die nicht einfach, ich sage jetzt einfach mal, hier so rumstehen und nichts zu tun haben. Es wird hier kein Tier zu irgendwas gezwungen. Mhm. Aber alle machen irgendwie trotzdem gerne was mit. Die Ziegen haben zum Beispiel fast alle einen Paten. Mhm. Bei uns kann man ja auch eine Patenschaft übernehmen für die Tiere. Ja. Das heißt, man kann sich ein Tier aussuchen, was man gerne ein bisschen unterstützen möchte und bezahlt dann einen monatlichen Betrag, so wie man das halt kann, und hat dann das Tier als Patentier und darf das regelmäßig natürlich auch besuchen. Ja. Wenn wir jetzt zu den anderen Pferden gehen, können wir auch gleich schon das Futter mitnehmen. Ja. Wir machen immer einen, so einen Mischmasch aus Müsli, aus Heukops und aus Mesh. Mhm. Und das wird dann eingeweicht und die, die nicht mehr so gut beißen können, die können das dann sozusagen trinken. Ja. Zum Schluss kriegt die Cleo was und Cleo ist auch das Pferd eigentlich mit dem traurigsten Schicksal hier auf dem Hof. Cleo ist jetzt auch schon ein paar Jahre bei uns und die hat, bevor die zu uns gekommen ist, in einer Box gestanden. Das heißt, die ist nie nach draußen gekommen, die hat keinen menschlichen Kontakt gehabt, die kannte gar nichts, als wir sie geholt haben. Die konnte noch nicht mal laufen tatsächlich. Cleo ist auch ein Pferd, was ohne uns jetzt, ohne die Chance auf so einem Hof zu landen wie bei uns, wäre das ihr Ende gewesen. Ne? Bei dem Lennox ist es so, dass der auch einen orthopädischen Beschlag braucht. Ja. Als wir ihn bekommen haben, hat der ganz schlechte Hufe gehabt und auch ungleichmäßige Hufe. Die sind vorne nicht gleich. Und der Hufschmied versucht jetzt nach und nach das anzupassen, dass der ein besseres Gangbild bekommt. Der ist auch heute da, weil der Lennox hat heute einen Termin bei ihm. Jetzt gucken wir uns einmal das Pferd in der Bewegung an, damit wir halt den Beschlag optimal anpassen können. Man sieht jetzt auch ganz deutlich, dass vorne der rechte Huf vorne rechts, dass der ziemlich klein und ziemlich brüchig ist.
und vorne links ziemlich flach und weit. Das versuche ich jetzt ein bisschen einzugrenzen. Jetzt mache ich erstmal alle vier Eisen ab und dann gucken wir mal, was wir da bei dem Bewegungsablauf helfen können. Also dem Pferd tut das gar nicht weh. Es ist einfach, man muss sich das vorstellen, wie Fingernägel schneiden. Also unsere Ponys, da schauen wir natürlich immer, wie die Hufe aussehen, ob es schon soweit ist, ob die schon wieder neu beschlagen werden müssen. Und das ist dann halt circa alle 6 bis 8 Wochen soweit. Und ja, genau, ich finde sowas auch echt immer sehr spannend. Früher haben die Schmiede die Hufeisen ja alle noch selber in der Schmiede geschmiedet. Heutzutage haben wir das Glück, dass man sich die Rohlinge kaufen kann, die man dann einfach nur noch anpassen muss. Also dem Pferd tut das Aufbrennen nicht weh, weil wir, wie gesagt, ich habe vorher beim Kürzen darauf geachtet, dass ich halt noch so ein bisschen so eine Schicht überlasse, die dann durchs Brennen quasi weggebrannt wird. Und dementsprechend ist das Hufeisen jetzt angepasst und wird jetzt gleich noch gerendert und dann aufgenagelt. Hallöchen, Nadu. Ja, das ist die Jö. Die Jö ist auch noch gar nicht alt. Die ist vor kurzem erst 8 Jahre alt geworden, hat Geburtstag gehabt. Und hat auch ein ganz besonderes Schicksal mitgebracht. Die ist jetzt ungefähr seit einem Jahr bei uns und hat als Fohlen oder als Jungpferd einen ganz, ganz, ganz schweren Unfall gehabt. Sie ist in ein landwirtschaftliches Gerät reingelaufen, hat sich die ganzen Beine aufgeschnitten und auch am Körper ganz viele Schnittverletzungen gehabt und musste ganz lange Zeit tierärztlich behandelt werden und hat dann nie wieder Vertrauen aufgebaut, weder zu ihrer Besitzerin noch zu anderen Menschen. Und wir arbeiten erstmal mit ihr ein bisschen vom Boden aus und unser Ziel ist es tatsächlich, dass sie irgendwann mal mit uns auch durchs Gelände mitreiten kann und die Ausritte mitmachen kann. Erst geht es darum, einfach Vertrauen zu ihr aufzubauen. Also wenn du magst, kannst du auch mit reinkommen. Okay. Wenn du sie einmal hältst, dann würde ich hier das Pad auflegen. Mhm. Dann lassen wir sie mal einmal gucken, was das ist. So, jetzt hat sie das Reitpad drauf und jetzt gucken wir einfach mal, ob sie das mit dem Pad auch schon so gut macht. Aber in erster Linie ist es natürlich auch wirklich die Vertrauensbasis aufzubauen zwischen dir und deinem Pferd. Möchtest du mal versuchen, das mit ihr zu machen? Ja, kann ich machen. Generell, wenn man ein Pferd neu hat, ist es natürlich immer gut, Bodenarbeit zu machen. Aber auch, wenn man einfach nicht so gut reiten kann oder das Pferd nicht so für einen passt, vom Boden aus kann man sich erstmal kennenlernen und dann kann das von Zeit zu Zeit werden. Die Bodenarbeit ist nämlich die Basis für das Reiten auf dem Pferd und bildet die Vertrauensbasis zwischen Reiter und Pferd. Also meine Ponys lassen sich sehr schnell ablenken, aber ab und zu gehört die Bodenarbeit natürlich auch dazu und da haben die auch richtig Spaß dran. Und damals, als ich den Alfie bekommen habe, war der ja auch erst 4,5 Jahre alt und ich erst 8. Und ich wollte ihn natürlich dann trotzdem kennenlernen und ganz viel mit ihm erleben. Und deswegen haben wir da dann auch ganz viel vom Boden aus gearbeitet, damit ich möglichst viel Kontakt mit ihm habe. Das hat sie jetzt auch richtig gut gemacht. Das hat sie richtig gut gemacht. Ganz toll. Und das ist schon wirklich ein Riesenfortschritt, dass sie das auch bei Leuten macht, die sie ja jetzt das erste Mal gesehen hat. Ja. Ne? Also ich finde, die hat es richtig gut gemacht. Vor allem mit mir als ganz fremde Person war die sofort total vertraut und dass sie sofort auf mich reagiert hat, wenn ich stehen geblieben bin, das ist einfach nicht selbstverständlich für so ein Pferd und generell eigentlich für jedes Pferd. Deswegen, das macht sie wirklich schon richtig, richtig toll. So, Lia, dann holen wir jetzt die Cleo raus und da baue ich mir immer so ein bisschen was auf. Ja. Ich stelle immer so 2 Pylonen hier hin, wo ich dann versuche, mit ihr noch mal drumherum zu gehen. Das hat zu allen zur Folge, dass sie sich dann ein bisschen noch mal biegt und ein bisschen gelenkiger wird. Aber auch, dass sie lernt, auf meine Anweisung oder auf mein Verhalten zu reagieren und auch mit mir darum geht.
wenn wir sie rausholen, ich habe das ja eben schon mal gesagt, die reagiert also sehr auf Stimme, die hat es gelernt, bestimmte Kommandos mit bestimmten Bewegungsabläufen zu verknüpfen und ja, das zeige ich dir jetzt einfach mal. Ja. Das Kommando ein Schritt vor und halt. Ein Schritt vor und halt. Gut, und dann gehen wir noch mal, wie ich gesagt habe, so ein bisschen um die Pylonen rum, dass sie auch lernt, sich ein bisschen biegen zu müssen, ne? Und obwohl sie jetzt gar nichts sieht, orientiert sie sich schon an dem, was ich hier mache, ne? Es ist schon so, dass ich jetzt darauf achte, dass ich jetzt nicht irgendwie hektische Bewegungen mache oder so. Für mich ist es ja eigentlich total normal, mein Pferd einfach anzufassen. Aber ja, es ist halt dann schon so ein bisschen was Besonderes jetzt. Aber die macht das total brav und ich glaube, die Imi hat das auch wirklich schon richtig gut mit ihr geübt, dass sie jetzt auch so vertraut gleich bei mir ist. Du, danke für den tollen Tag. Es hat mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Und ich muss dir wirklich sagen, dass du wirklich stolz auf dich sein kannst, was du bisher so mit den Pferden erarbeitet hast. Die machen das nämlich wirklich richtig toll. Ja, ich fand es toll, dass du da warst. Ich hoffe, dass du auch viele Eindrücke mit nach Hause nehmen kannst. Und ich gebe das ganz, ganz gerne weiter an das ganze Team, was ja auch hinter mir steht. Ich bin da ja nicht alleine, aber die werden sich bestimmt auch darüber freuen, dass es dir hier gefallen hat. Und vielleicht sehen wir uns mal wieder. Ja, cool. Bis dann. Ja, bis dann. Ciao. Das war auf jeden Fall ein richtig cooler Tag. Und ich freue mich natürlich auch sehr, dass ihr wieder dabei wart. Abonniert diesen Channel auch gerne, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und schaut euch gerne noch weitere Videos an. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!